Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Entschuldigung. Ist eben erst auf meinem Bildschirm aufgeschlagen. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Herr. Julia Herr von der SPÖ, sie ist Sprecherin für das Klima ihrer Partei. Danke, Herr Präsident. Ja, der Herr Vizekanzler hat jetzt sehr lange ausgeholt und sich dabei auch wortreich unter anderem an der Opposition abgearbeitet. Und da gibt es aus unserer Sicht jetzt nur ein paar Dinge klarzustellen, weil gar sehr viele Wortmeldungen in Richtung der Sozialdemokratie adressiert waren. Herr Vizekanzler, Sie haben gesprochen von der Energiewende, dass die unabdingbar erfolgen muss, dass wir nicht mehr abhängig sind vom Gasdiktator Putin. Ja, wir unterstützen dieses Ziel und ich würde Sie daran erinnern, wer eigentlich das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, das ÖVP und Grüne so stark abgefeiert haben, wer das mit der Zweidrittelmehrheit ermöglicht hat, weil wir stehen zu diesen Zielen. Wir wollen 100% erneuerbare Energie und raus aus den Fossilen. Das ist für uns klar. Zweitens will ich daran erinnern, wer eigentlich jetzt gerade das Erneuerbaren-Wärmegesetz mitverhandelt. Auch da braucht es nämlich eine Zweidrittelmehrheit. Und wir als Sozialdemokratie sind dazu bereit, weil wir wieder sagen, wir stehen zu diesen Klimazielen. Wir wollen 100% saubere Raumwärme, auch für alle Haushalte zu Hause. Wir wollen das sozialgerecht und wir stehen zu diesen Zielen und wir verhandeln es. Und wenn wir jetzt hier heute einfordern, dass auch das Klimaschutzgesetz endlich auf den Weg gebracht werden muss, dann auch nur deshalb, weil wir ja ebenfalls bereit sind, genau das zu verhandeln, weil wir auch zum Ziel der Klimaneutralität 2040 tatsächlich stehen und weil wir das umgesetzt wissen wollen. Und deshalb, Herr Vizekanzler, ich glaube, da müssen Sie sich mit Ihrem Appell ein bisschen drehen. Ich glaube, es war der Kollege der ÖVP, der gesagt hat, für ihn ist es kein Problem, wenn kein Klimaschutzgesetz kommt. Für uns schon. Wir versprechen das, wir wollen das mit Ihnen gemeinsam umsetzen. Also vielleicht die Appelle in die andere Richtung, dort, wo Sie angebracht sind. Wir wollen den Klimaschutz und zwar sozialgerecht. Vielen Dank. Wir liegen.